Moin Marlo, herzlich willkommen zurück zu SimCity. Wir machen weiter und schauen mal, was wir diesmal so erreichen können. Ob wir unsere Stadt hier aus dem Ruin retten können oder nicht. Ob die Kernschmelze kommt oder nicht. Und ja, wie sieht es mit unserem Großprojekt aus? Schauen wir doch mal. 43.500 Kisten Plastik. 265 Tonnen Legierung und 15.500 Kisten Prozessoren. Da fehlt noch einiges. Ja, du bist ja der Prozessorenmeister hier. Ja, nur irgendwie mangelt es mir immer an irgendwas. Legierung, Plastik. Ich sag ja, meine Wertstoffzentren sind alle verbuggt. Die haben alle schief geschissen oder so. Die stellen nämlich nichts mehr her. Mangel an Arbeitern. Mimi. Mich wundert ja, dass ich jetzt nur 23 Minuten Wartezeit habe. Obwohl ich zwei Straßenbahndepots geschlossen habe. Die Häuser sehen echt witzig aus. Aber die haben kein Geld. Keine Kunden, kein Geld. Mörder aus Chernobyl auf freiem Fuß. Arian. Ja. Tu das nicht. Dann? Ja, deine Mörder hier auf unsere Städte loslassen. Doch. Was will Ette denn hier? Nein, ich werde keinen Müllwagen besorgen. Das finde ich echt nicht schlecht. Ich werde mal reicher und meine ganzen Leute kommen zu euch rüber. Mörder auf freiem Fuß, ja. Meine Güte, du, ist mir doch egal. Ach, ich hab 20 Obdachlose nur. Ah, egal. Wo sieht man das denn? Unter Details. Kannst unter scrollen. Bei Burger. Bei der Burger. Die sind so krank, dass sie ausgehen müssen. Ich hab 12.890 nicht besetzte Jobs. Mhm. Null Arbeitslose. Wie sieht's in meiner Stadt mit Arbeitslosen aus? Wo sehe ich das nochmal? Also ich habe 16.756 verfügbare Jobs. 19.159. Ich habe 252 Arbeitslose. 12.000 nicht besetzt davon. Ja, 252 Arbeitslose. Weg mit den scheiß Parks. Und immer noch 1506 Besucher in meiner Stadt. Tja, kannst du mal sehen, die mögen die auch so. Dass da noch freiwillig jemand rein will? Alles verstrahlt doch, ist uns egal. Parks sind schlecht. Parks sind ganz, ganz schlecht. Jens, wie sieht's mit der Forschung des Reaktors aus? Falsche Stadt. Dann geh in die richtige. Ja, da kann ich aber nichts zum Großprojekt liefern. Gut, dann bleib bei der. Soll ich jetzt zuerst das Wasser ausschalten oder erstmal die Kläranlage? Erstmal Kläranlage. Ja. Weil ohne Wasser läuft nämlich gar nichts mehr. Was ist denn hier los? Wieso habe ich auf einmal 1000 minus die Stunde? Ach, Bildung. Die scheiß Bildung mal wieder, ne? Ist auch bei mir genau das gleiche. Oh, Einwohner von Chernobyl finden Jobs in Kiel. Ist das nicht schön? Ja. So, jetzt habe ich noch 1800. Ja, reicht. Passt. Hoher Bedarf an Industrie. Ja, schön. Ja, egal. Ups. Rausgetappt. Ne, rausgewindost. Rausgewindost. Jo. Gewindost. Ich hoffe ja, dass wenn das Großprojekt dann mal fertig ist, dass ich dann mal irgendwann wieder Einnahmen mache hier. Weil so langsam wirtschafte ich mich in den Ruinen. Machst du das? Das kann ich auch nicht aufhalten. Sim aus Köln machen Abschluss in Hamburg. Ist das so? Mein Schluss ist Hamburg. Tja, hochfahren. Ich habe 0 von 1750 ausgebildeten Sim. Angemeldeten Sim. trotzdem in Bildungsniveau von 2.
doch nett, ne? Ja, ist nicht schlecht, sagen wir es so. Bevorstehende Kernschmerz. Ja, und das ist doch nur ein Reaktor. Jetzt pisst euch mal hier nicht so an, ne? Kann man den eigentlich jemals wieder anschalten? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ich meine, wenn mein Technikniveau irgendwann mal wieder auf Maximum sein sollte, könnte ich es ja theoretisch anmachen. Ja. Allgemeine Steuererhöhung um 1% plus 3200. Jetzt kommen ja die ganzen Mörder hier rüber, ne? Von wo? Von wo wohl? Weiß ich nicht. Tschernobyl halt, ne? Ich sag vielleicht von einer schönen Geisterstadt. Jupp. Wir sind böse, dass wir keine Facharbeiter haben. Wir wollen mehr Abnehmern, die wir liefern können. Wie soll ich das eigentlich verändern, ey? Die schließen alle, weil sie schlecht ausgebildete Arbeiter haben. Sehr gut. Ja, bei mir auch. Wir stellen ein verlassenes Gebäude. Genau, wie man dieses zu verkaufen verlassenes Gebäude. Verstehe ich auch nie. Das sieht wieder schöner aus. Die hohen Steuern bringen uns um. Also meine haben bis jetzt noch... Wisst ihr was, wenn die sich sowieso schon hier über Steuern beschweren? Marcel? Ja? Meine haben sich bis jetzt noch kein einziges Mal über Steuern beschwert. Die haben bloß gesagt, die Steuern sind ein bisschen hoch. Aha. Und ich habe sie auf 20%. Ja, ich habe sie jetzt auch gerade auf 20%. Warum? Na, wenn sie sich sowieso beschweren, dann ändert das auch nichts, wenn ich die Steuern noch höher mache. Doch, dann ziehen sie aus. Ja. Nee. Lokale Verbrecher 8, regionale Verbrecher 77. Ja, ist doch toll. Ich weiß nicht, was du hast, Jens. Das heißt, du beutest jetzt deine Stadt auch bis zum Maximum aus, Marcel? Nö, das habe ich nicht gesagt. Ich lasse das nur 2 Stunden zu laufen und dann gehe ich wieder runter mit den Steuern. Komm, Schule, lauf doch mal an. Wir haben jetzt gleich 6 Uhr. Oh mein Gott, es ist schon 6 Uhr. Geht doch mal zur Schule, Leute. So, jetzt kann ich Steuern wieder senken. Noch ist 5.40 Uhr. Ich finde ätzend, dass man jetzt nicht mehr direkt einstellen kann, wie viel Steuern die haben sollen, sondern immer jedes einzelne Prozent runterdrücken muss. Ja, ging ja in SimCity 4, einfach dann konntest du das eingeben. $381 sind wir im Unterricht. Los! Bin echt am Überlegen, ob die Bildung mir das wert ist, was ich mir hier gerade antue. Vor allem, ich mache für 2 Stunden die Steuern auf Maximum. Es ziehen ungefähr 2000 Leute aus und ich habe 100.000 mehr. Naja, eigentlich 120.000. SimCity ist gerade bei mir abgestimmt, aber vorher hat es meine Lautsprecher noch deaktiviert. Oh, cool. Und alles in die obere linke Bildschirmecke geschoben. Tja. Warum müssen das eigentlich alle Spiele machen, wenn sie abstürzen? Weil sie dann kurz in die Auflösung umstellen. Ah, das ist voll schwul. Eine Stunde nach Schulbeginn sind schon ganze 10 Leute in der Schule. Bei mir sind jetzt gleich 3 Stunden, es sind 700 da. Ja, die kommen auch gleich erst alle bei mir. Warum mache ich jetzt ein Minus von 4000? Achso, die Fabriken bauen sich gerade erst wieder auf.
Echt gute Frage, was ich hier machen soll. Gegen den ganzen Verkehrsstau immer. Ich müsste meine ganze Stadt neu bauen im Prinzip. Mach das doch. Nee. Nicht so wie ich. Nee. Ach, nur 15 verlassene Häuser, ja, das ist ja kaum was. Ja. Du hast 15 verlassene Häuser? Ich hab. Ja, ich hab bloß 2 verlassene Gebäude und 4 Trümmer. Als was zählt denn der Rest, der in meiner Stadt kaputt ist, dann? Ja. Deko? Ja. Ja. Kollateralschaden. Warum mache ich jetzt ein Minus von 8000? Oh ja, meine Einwohner finden einen Job in Bonn. So schön. Jetzt kriegst du die dämlichen Atomkraftwerkarbeiter. Diese Strahlung sind wohl extrem geworden mittlerweile. Das Atomkraftwerk strahlt immer weiter. Ist ein bisschen erhöht, aber ansonsten nichts. Ein bisschen voll stark extrem, rot. Ey. Voll extrem. Ja, das ist ein bisschen stark rot, aber sonst nichts. Nix, ne? Nix. Brauchst du eine Kernschmelze? Lass mir den mal weiterlaufen, ne? Ist Kohle eigentlich viel wert? Kohle? Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. 4000. Ist ja gar nichts. Produktion angehalten, Alter. Mir fehlen Kisten. Atomkraftwerk kurz vor dem Ausbruch. Mir fehlen jetzt mittlerweile Legierungen und Plastik. Ich weiß noch nicht, wo das immer alles hingeht. Ich kann ja jetzt noch meinen Umschlagplatz hier nochmal neu bauen. Da gibt's Lieferungen und Prozessoren. Oh oh. Gott. Grüner Rauch, juhu! Wunderschön. Das Atomkraftwerk arbeitet jetzt wieder. Räuber überqueren Grenze von Tschernobyl. Ah, toll. Arbeitet das jetzt wirklich wieder, nachdem es hochgegangen ist? Ich habe 75 regionale Verbrecher bei mir. Ah, oh Gott, wieso baue ich denn einen Umschlagplatz? Ich wie heftig verstrahlt ist meine Stadt jetzt? Warte, was? Meine Stadt ist übertrieben heftig verstrahlt jetzt. Ah. Darüber kannst du noch lachen. Ja klar, ist eh im Arsch. Die war schon vorher verstrahlt, dann macht das bisschen mehr jetzt auch nichts. Woohoo, yay! Legierungsmal, ja, ich weiß. Sieht in Bonn aus. Da habe ich insgesamt 35.000 Jobs und nicht besetzt sind 19.000. Mhm. Heftig, nachdem ich den Reaktor abgerissen habe, ist jetzt noch mehr verstrahlt. Ja, ach nee. In ah, der Stadt schon, liegt überall Müll verstreut. Warum der ist doch schon gekernschmelzt. Gekernschmelzt. Nicht gekerngeschmolzen. Ja. Nee, gekernschmelzt. Ich verstehe auch nicht, warum meine Recyclingzentren die ganze Zeit anzeigen, Ressourcenlager voll. Na, meine Stadt hat ungefähr 3,5 Jahre durchgehalten. Oho. Das ist doch kein schlechter Schnitt, ne? Naja, total, richtig gut und so. Geht so. Irgendwann werde ich dir bestimmt wieder aufmachen können. Ja, da ist noch ein Straßenweg, hat er sich... Da ist noch ein Feldweg, hat er sich zurückentwickelt oder war die ganze Zeit so? War wahrscheinlich die ganze Zeit so. Ach ja...
Bevorstehende Kernschmelze. Warum wird das eigentlich immer angezeigt, obwohl es nur bei dem einen Abgeschalteten ist? Vielleicht die anderen auch? Nee, ich hab ja nachgeguckt. Wenigstens habe ich noch ein Einkommen von 5202. Mhm. Das ist 5221. Mörder ist der Nobel aus freiem Fuß, Ich habe 163 Verbrecher pro Tag. Ah, jetzt habe ich meine richtige Zahl. Ich habe 113 verlassene Gebäude und 140 Trümmer. Tja, jetzt, ich habe 187. Regionale Verbrecher, 160. Wo siehst du das eigentlich? Da mit der Maus über die Verbrecherzahl gehen. 102. Kommen alle von Adrian. Ich habe 170 Verbrecher, 171 pro Tag und 82 begangene Verbrechen pro Tag. Gut, dass sie hier alle im Stau stehen hier. Da stehen wirklich einige im Stau. Dass hier wirklich noch eine Schlange ist von Leuten, die meine Stadt rein wollen. Ich hab schon ein Polizeirevier aufgebaut. Dann reicht das nicht. Ich bin jetzt auch gerade aus dem in Bonn, nicht mehr in Köln. Mhm. Gibt's ja nichts Neues für unser Solarkraftwerk hier. Hey, es wurden mehr Legierungen geliefert und mehr Prozessoren. Prozessoren hängen bei wie viel bei dir? 19.500. Ja, von dir alles. Alter Adrian. Was denn? Halt mal deine Verbrecher bei dir. Wieso? Mörder, genau. Ich hab mehr Verbrecher von dir als bei mir. Ja, das sag ich doch. Bin mir genauso. Musst du positiv sehen. Und wie soll man das positiv sehen? Ich krieg immer weniger. Nee. Das ist ja das Schlimme daran. Dass ich weniger kriege? Nee, du kriegst nicht weniger. Ja. Nee. Dann nicht. Ich stehe bei mir alle im Stau, Überfall im Gange. Und sofort festgenommen. Ich glaube, ich brauche gleich mal 20 Polizeirevier auf, ey. So viele Verbrecher könnt ihr von mir gar nicht bekommen. Polizeistab Kleinkriminelle Tschernobyl. Yes, geht doch. Adrian, ich bekomme 102 Verbrecher regional. Und die werden kaum von Jens kommen. Okay, jetzt sind es schon 154. Was? Verbrecher regional. Aber wie wollt ihr so viele von mir bekommen, wenn ich nur 178 Verbrechen pro Tag habe? Naja, die gehen halt alle weg. Wo ist jetzt eigentlich mit dem Regional und so nochmal? Auf die Zahl gehen. Ich habe jetzt nämlich 231 insgesamt und davon werden 69 festgenommen. Also regionale Verbrechen habe ich nur zwei. Ja, guck. Ja, siehst du mal! Kommen alle von dir, die Scheiße. Meine Polizei kommt schon gar nicht mehr zum Schlafen. Überall fahren nur noch die Polizei mal durch die Gegend. Dass ich euch damit mit in den Untergang reiße, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ey, ich habe ein Polizeirevier, also ist das nicht so tragisch. Ich hätte jetzt das trotzdem nicht erwartet, dass ihr mit so davon mit Leidenschaft die eigentlich die Polizeiwache so voll, wenn noch so viel im Polizeirevier frei ist. Ja. 39 von 120 Gefangenenzellen, ey. Wieder eingeliedert die Kriminelle 11. Ich hab 8 momentan. Also eingegliederte. Und es gibt gerade unendlich viele Verhaftungen einfach nur. Ja, so, ich guck mal weiter auf unsere schönen neuen Reaktor bald, ne? Vor allem, dass hier ungefähr pro Haus 3 Verbrecher sind. In einem so einem Haus hocken hier 14. Weißt du, was ich mache? Abreißen. Die ziehen dann ins nächste Haus weiter. Das werde ich sehen. Nein, sie verteilen sich gleichmäßig, so sind sie einfacher zu schnappen. So, wir haben jetzt gleich 7 Uhr und es sind schon 1000 Leute in der Uni.
Ja, ne, dann kann ich ja mal die ganzen Aufträge hier abbrechen, die ich habe. Die Stadt wird ist ja jetzt eh stillgelegt. Und die Leute, die mir die Aufträge gegeben haben, sind wahrscheinlich schon längst tot oder ausgezogen. Egal. Baue ich aber ein Motel halt noch, an der Seite, das steht noch. Baue ich dem genau, hier halt noch eine Gefängniszelle hin. Können sich halt noch mehr Knastis da reinbunkern. Die fühlen sich alle echt krank. Die tun ja die Leute, die mitten in der Strahlungszone sind. Aber da sind auch teils Verbrecher drin, also von daher passt das. Wie nett von dir. Ja, keine Legierung, wenigstens kein etwas Positives. Die Protestanten werden mal wieder verstrahlt. Ah, sehr toll. Wir sind ja in einem roten Gefahrenbereich, also in der maximalen Strahlungszone. Überfüllte Klassen, ja, war doch klar. So, 9 Uhr, keine überfüllten Klassen mehr. Vor allem, ich bräuchte so extrem viele Recyclingzentren, um diese 18.000 Mülltonnen pro Tag wegzumachen. Jetzt stupst mich ja irgendwer bei TS an, ey. Wenn wir im Admin-Raum sind, dann hat das schon einen Grund. Wartezimmer fast voll, Dafug. 5.300. Ich hab 12.000 Mülleimer und 9.000 Wertstoffbehälter. Oh ja, 185 Verbrecher. So fickt euch, die Klinik wird abgerissen. Und das. Dass sie da die Leute reinbringen, obwohl die voll ist, anstatt sie ins Krankenhaus zu bringen. Das Krankenhaus ist nur 3 Blocks weiter. Los, meine Verbrecher, verteilt euch mehr in der gesamten Welt. Zentrale, hört ihr mich? Oha, ich mach seit einer Ewigkeit mal wieder Gewinn. Es waren jetzt schon 2.900 Leute im Unterricht gewesen und das gerade mal nach den ersten beiden Unterrichtseinheiten. Zweites noch nicht ganz zu Ende. Die Leute freuen sich ja gar nicht über einen neuen Park. Tse. Dass die Verbrecher mit in der Strahlungszone unterwegs sind. Vor allem die Häuser, die genau neben dem Park sind, steigen alle nicht auf, ne? Das ist so unlogisch. Ja. Die 2 Blocks weiter sind, die steigen auf, aber die genau daneben sind, nein. Es gibt tolle Angebote zum Shoppen. Das Verbrechen regiert, ja, wundervoll. Kann ich aber leider nichts gegen machen. Das Verbrechen regiert. Wow, das sind wieder mehr Menschen werden, obwohl ich den alles abgedreht habe. Ja, ist halt schön. Nee, Marcel, da kriegen wir mehr. Mehr Verbrecher für alle. Genau. Ich guck mal gerade, wie das bei mir so mit der Luftverschmutzung aussieht. Wieso gehe ich trotzdem noch was für Strom und so aus, obwohl ich den komplett abgeschaltet habe? Keine Ahnung. Du importierst von uns Strom. Nein. Von keinem von euch kriege ich was eigentlich, aber trotzdem gibt der für Strom noch Geld aus. Okay, Adrian, du hast ein Müllproblem, du hast ein Feuerproblem und du hast ein Verbrecherproblem, wird mir angezeigt. Oh. Jo, und was ist denn dagegen schicken alles? Gar nichts. Warum? Warum denn? Du reißt deine Stadt momentan ab. Ach Quatsch, ich reiß sie nicht ab. Natürlich nicht. Beute sie aus. Das ist was völlig anderes.
Ja. Alter, jetzt ist schon wieder nur so halb so viel Plastik da. Zumindest von der Anzeige her ist halb so viel Plastik da. Obwohl, es ist jetzt wirklich halb so viel Plastik wieder da. Ich verstehe das nicht. 22.000 Kisten Plastik sind da. Ja. 315 Tonnen Legierungen. Ja. 37.500 Tonnen Prozessoren. Nee, 19.500. Jetzt habe ich fast wieder 6.000 Bürger. Davon sind 4.490 Besucher. Ich habe aktuell 5.000 Besucher. Hä? Ich habe aktuell 5.000 Besucher. Aber du hast ja auch was man besuchen kann noch. Nö. Man sollte das Materiallager beim Recyclingzentrum ausbauen können. Es ist einfach nur Schwachsinn, dass es nur 20 Tonnen lagern kann. Ich frage mich trotzdem noch, woher ich Wasser kriege oder so. Was ist mit dem Shoppingangebot dieser Stadt? Keine Ahnung. Oha, in dem Park sind 1,8 Mülleimer. Und der beschwert sich darüber, dass da zu viel Müll ist. Der Park beschwert sich wohlgemerkt. Siehst du mal. Nirgendwo sind die Mülleimer. Oh Gott, am Bahnhof, wie viele Mülleimer da sind. Gesundheit. Okay, es hat nichts gebracht, das Atomkraftwerk und das abzureißen, damit ich kein Wasser mehr ausgebe oder so. Egal, das hätte alles so oder so weggemusst. Es läuft wirklich gut mit dem Versand. Na, das freut mich doch. Jo. Aber trotzdem wollen alle mehr Abnehmer, ich verstehe es nicht. Bei mir schwanken die Zahlen immer zwischen 164.000 und 169.000 Einwohnern. Aha. Da baut sich gerade freiwillig ein Haus auf. Die Leute haben noch nicht mal Latten am Zaun. Wie sieht's eigentlich mittlerweile mit meinem... Oh, Technikstufe ist auf Maximum. Ich stell mal den Atomreaktor wieder an. Los, da müssen schlaue Arbeiter hin. Ich frag mich immer noch, was die Sprache der Sims ist. Simsisch? Simsisch, das sind genau. Acht Sprachen oder so gemixt. Okay. Mal schauen, was das Atomkraftwerk jetzt dazu sagt, dass ich es wieder angestellt habe. Neuer Reaktor verfügbar. Ja, denn du fragst warum. Ne, ich wollte gerade was sagen, aber egal. Mal sehen, wie die Strahlung aussieht. Oh, die sieht doch ganz extrem aus. Marcel, der Reaktor sagt, neuer Reaktor verfügbar, bau mich an. Nee. Mein Grundwasser sagt, ich bin fast alle. Mein Grundwasser sagt, ich bin unendlich verfügbar. Atomkraftwerk kurz vor Ausbruch, immer noch, ne? Dann machen wir ihn halt aus. Das kannst du jetzt nie wieder abreißen, ne? Nö. Dann steht's halt da. Für immer und ewig. Ich kann es ja komplett ausmachen. Aber trotzdem. Nimmt halt ein bisschen Platz weg. Und Wasser. Jetzt saugst du doch gar kein Wasser mehr weg, oder? Doch. Macht jedes Gebäude. Wasser und Strom wird weiterhin abgenommen. Strom braucht das ja nicht, das produziert es ja selber. Bist du dir da wirklich sicher? Mhm. Na, es ist halt ein gelber Punkt darunter, ne? Ja, das ist halt die Produktion. 250 regionale Verbrecher! Ich hab keine Ahnung, woher die kommen. Festnahmen pro Tag 150. Meine Gefängniszellen sind überfüllt. 146 Tote pro Tag. Aber nur zwei niedergebrannte Gebäude am Tag.
Hey, meine Gefängniszellen sind, glaube ich, nur in der kleinen Wache hier voll. Wenn ich die mal wieder finde, die ist viel zu klein. Ah, da. Ja, doch, die kleine Wache ist voll. Adrian, dafür kriegst du noch irgendwann mal eine von mir, Wofür? Für den Scheiß, den du schon wieder anstellst. Ich stelle keinen Scheiß an, ich wirtschafte mit Geld. Aber du dann schickst uns ja Geld. Nichts. Ja, ich krieg ja nichts zurück, wenn ich euch Geld schicke. Ja, aber wir kriegen von dir die ganzen ganz Knastis ab. Ja, das ist doch nicht so tragisch. Nein, pff, kaum. Du, ich meine, du tust ja noch nicht mal was für die Solaranlage hier, ne? Ich kassiere Geld. Hä? Was bringt das der Solaranlage? Weiß ich nicht. Sehr gut. Ich guck mir jetzt eine Stadt an. Besuchen. Ja, also der Boden ist schwarz, sag ich mal, ne? Ja. Du hast noch ein Messegelände, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast ja nur verlassene Gebäude hier, warum reißt du die nicht mal ab? Hast du ja gerade mal, wie viele Leute in meiner Stadt trotzdem ganz verlassenen Gebäuden wohnen, ne? 16.000. Ja, also 15.520 bei mir. Ja, die wohnen alle in einem Haus. Warum sollte ich die Gebäude abreißen? Die gehen eh dann wieder down, weil da radioaktive Strahlung und so ist. Ja, aber dann stehen sie nicht so doof da rum. Weil jetzt sieht's wirklich aus wie Tschernobyl. Ja, egal. Die Versorgungsabteilung von Tschernobyl erlaubt es Städten... Was? Achso, Abwasser weiterzugehen. Ah ja. Bevor du das abreißt, sag bitte Bescheid, ne? Ich hab's nicht abgerissen, ich hab's auf Pause gestellt, aber dann sind auch die Teile da aus, ne? Ja. Das ist, also hab ich's wieder angemacht, damit ich auch die Stellen wieder erhöhen kann. Meine Stadt noch weiter ausbeuten kann. Du machst da schon nur noch 4.400 die Stunde. Ja, solange ich auf 5 Millionen komme, ist alles okay. Wieso willst du unbedingt auf 5 Millionen kommen? Warum denn nicht? Ja, frag ich. Weil ich das Geld will. Willst du danach alles abreißen, oder was? Nein, ich lasse so stehen, wie es ist, suche mir eine neue Stadt und werde dann offscreen, also so lange die Stadt laufen lassen, bis sie komplett entstrahlt ist und dann wieder neu aufstellen. Mhm. Das wird sehr lange dauern. Ja. 5 Jahre. Adrian, hast du rein zufällig die Versorgungsabteilung gebaut gehabt? Ja. Ist dein Rathaus vielleicht geschlossen? Ist wieder an. Ja, cool. Wieso? Danke. Ja, weil jetzt kein Wasser mehr bei mir produziert wird und auch kein Abwasser abgeleitet wird. Geil! Adrian, dein Rathaus ist geschlossen, weil die Wasser brauchen. Wirklich? Okay. Ja. Oh. Cool, genial! Ich werde mal kurz eine Versorgungsabteilung bauen. Hab ich schon. Ja, Adrian, was hattest du noch? Keine Ahnung, kann ich das irgendwo einsehen, was ich fest dran hatte? Ja, einfach umbauen und dann drauf. Versorgungsabteilung und Sicherheitsabteilung. Sicherheitsabteilung schnell. Hab ich schon gebaut. Sonst geht hier Krankenhaus und alles mögliche weg, ne? Man merkt ja, schon, Feuerwehr ist schon geschlossen, Polizei ist geschlossen, geil! Ich bin das beste SimCity-Spieler EU. Richtig geil. Bin ich der Einzige, der darüber lachen kann? Darüber kann man nicht mehr lachen. Na ja, klar, weil es irgendwie schon hammergeil witzig ist. Nee. Ich find schon. Naja, und wie weit Adrian uns noch in den Ruin stürzen wird, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss. Yes.